Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute ist unser letzter Tag in Kroatien und heute ist unser letzter Cliffjump-Tag auch. Wir fahren heute nochmal zu den Pazina Wasserfällen, bauen das Trampolin wieder auf. Heute springe ich auch mal, ich bin nämlich wieder gesund. Diesmal ist Anton aber krank. Er hat gesagt, er sendet trotzdem vielleicht ein paar Sprünge, zieht sein Neo an. Und ich würde sagen, machen wir uns mal die direkt auf den Weg zu den Wasserfällen. So, wir sind in den Wasserfällen angekommen. Ich würde damit sagen, die Session hat krank begonnen. Direkt Anton haut einen Flippes Haare raus. Ich muss damit jetzt auch natürlich dann später noch einen hinterherhauen. Aber es ist ein bisschen sketchy hier runter zu springen. Das ist mein erstes Mal in diesem Wasserfall mit dem Tramp. Bei Pula war es ein bisschen easier mit dem Tramp ins Wasser zu springen. Ich weiß nicht warum, einfach ist das Feeling da ein bisschen besser gewesen. Aber es gibt trotzdem ein paar Cents. Und ja, Anton hat jetzt den Neo angezogen und er wird jetzt ganz schnell wahrscheinlich richtig viele Cents raushauen, weil es in dem Neopren krank warm ist. Wir haben 36 Grad, der Neo ist schwarz. Schwarze Sachen machen es einfach noch wärmer, weil die Sonne das Ganze noch stärker aufwärmt. Also ja, ich glaube, jetzt gibt es ein paar richtig kranke Cents und ich werde jetzt erstmal den Kameramann. Schon ein paar richtig geile Cents gesehen von Anton und er hat auch einfach wieder richtig krank rausgehauen. Er hat jetzt nur ein paar Sprünge gemacht, weil es ihm halt nicht gut geht. Er ist krank. Er wollte trotzdem am letzten Tag nochmal springen. Respekt an ihn, dass er sich nochmal in den Neo geschmissen hat, um nochmal ein paar Sprünge zu senden. Richtig cleane Sprünge, Anton. Ich sage euch mal ganz kurz, wie es hier aussieht. Wir sind hier an einem Fluss, der kommt hier runter in den Wasserfall und du hast hier einen Top-Anlauf, du kannst hier ein Trampolin hinstellen. Es macht richtig Bock. Das einzige Problem ist, direkt in der Klippe ist es nicht ganz so tief, da musst du ein bisschen rausspringen, aber ist gar kein Problem. Man kommt jedes Mal weit genug. Ja, ich und Vince und Niklas, da haben wir unseren guten Vince. Ja, wir springen jetzt erstmal und schauen mal, was so geht. Niklas und ich wollen auf jeden Fall ein paar Triples machen oder zumindest ein Triple. Niklas will einen Triple machen und den mache ich auch. Und ja, wir schauen jetzt mal, was so geht und probieren den Ganzen mal, weil es ist hier ein Meter niedriger als im Pooler mit dem Trampolin. Und das ist ein bisschen kritisch, weil ein Meter ist schon viel. Aber egal, machen wir trotzdem. Was hat er gemacht, Digga? Leute, willkommen zurück bei einer Folge How to Die. Nein, Schatz. Vince hat da runter gesendet, wie ein Biest durchgehackt. War ein, eher kein Suki, war eher so ein Double Side in den Hecht rein. Aber das ist eine Möglichkeit für einen Triple Side Flip. Deshalb kommt Vince jetzt hoch und wie im letzten Vlog probiert er seinen Triple Side Flip. Aber diesmal schafft er ihn. Weil diesmal muss er ihn schaffen. Der läuft schnell. Ich bin da. Ja! 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 Also, Vince ist ein krankes Biest. Erst hat er gesagt, ja, ich mache jetzt doch einen Triple Side Flip, aber nee, habe ich zu ihm nochmal gesagt, ja, lass dich mehr Zeit in der Front halben. Hat sich dafür entschieden, einfach doch noch den Suki zu machen. Und dann hat er so gut geklappt. So, also wirklich, der war perfekt. Der hat zwar die Hände vors Gesicht genommen im Flip und ist dann da mit in den Backflip gegangen, aber top Suki, wirklich wunderschön. Hat mir gefallen und ja, ich habe ja angekündigt, dass ich eigentlich ein paar Triples ziehen will. Einen habe ich ja schon gemacht, ein Double Sukahara. Aber bei uns haben sich die Federn aus dem Tramp gelöst. Zwei Stück schon. Eine vor ein paar Tagen und eine heute nochmal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da jetzt noch ein paar Triples ziehen will, weil das Tramp fühlt sich ein bisschen gefährlich an. Aber man kann ja mal schauen, vielleicht willst du ja noch was. Wie geht es dir? Mir geht's prima, Kopf dröhnt, bin auf dem Rücken gelandet, Eier gestoßen. Aber das war ein Top-Suki, der war besser als letztes Jahr, viel besser. Ja, wäre auch traurig, wenn er nicht besser gewesen wäre. Ja, aber perfekt. Ich überlege, ob ich ihn nochmal mache, ich überlege. Den musst du nochmal machen. Kopf dröhnt, aber ich überlege. Ja! Yes!
So Leute, das war's leider mit der heutigen Session hier. Es waren doch leider nicht... Okay, es waren sogar drei Triples. Wir haben den Triple Back gesehen, einen Double Suki und einen Flippes Hara. Eigentlich wollte ich auch einen Triple Back machen, einen Flippes Hara und noch einen Triple Side Flip. Aber das Tramp kommt mir ein wenig instabil vor und ich hatte wirklich gar keinen Bock, weil die Kacke die ganze Zeit rausgeflogen ist. Das Netz, wo die Sachen befestigt sind, da sind die Dreher, die Nähte, die haben sich da gelöst. Und ja, da will man einfach nicht nochmal runterspringen. Deshalb war es jetzt für den heutigen Vlog. Ich hoffe, die Kroatien-Vlogs haben euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Vlog wieder, wenn ich zurück bin, in Deutschland, bei uns in München oder woanders. Also, ciao Leute, haut rein.